Wie kommt das Ei zum Osterfest, der Weihnachtsmann zu seinem Bart? Wie war das noch mit Pfingsten, wie kommt die Glocke an den Start? Es gibt tausend tolle Fragen rund um Kirche und viel mehr. In unserem kunterbunten Dings, da gehen wir Ihnen hinterher. In unserem kunterbunten Dings, da gehen wir Ihnen hinterher. Heute? Was ist ein Superintendent? Ach, hallo, da seid ihr ja wieder. Logoda und ich treffen gleich einen ganz wichtigen Menschen der Kirche. Wo bleibt Logoda nur? Er wollte sich eigentlich nur kurz frisch machen gehen auf dem Klo. Fertig! Tada! Pff, wie siehst du denn aus, Logoda? Wie Superman! Wir treffen doch gleich meinen Hero! Nein, Logoda, wir treffen nicht Superman, sondern den Superintendenten. Hallo, ihr beiden, herzlich willkommen. Boah, Logoda, schicker Fummel. Kannst du fliegen? Nein, fliegen kann ich leider nicht. Kannst du wie Spider-Man Häuserfassaden erklettern? Boah, das kann ich leider auch nicht. Kannst du überhaupt etwas? Ich leite einen Kirchenkreis, den evangelischen Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten. Soll ich euch mal erzählen, was ich so mache? Gerne. Als Superintendent bin ich in erster Linie Pfarrer. Das heißt, ich feiere Gottesdienste und unterhalte mich mit Menschen, die Rat und Hilfe suchen. Und manchmal muss ich auch Sitzungen machen. Zum Beispiel organisiere ich, dass in den Kirchengemeinden die richtigen Leute sind, um die Aufgaben zu erledigen. Also Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, dass es in den Kitas genug Menschen gibt, die da arbeiten und so. Das gehört auch zu meinen Aufgaben. Mhm. Ich habe aber keine eigene Gemeinde, sondern meine Aufgabe als Pfarrer ist es, den Kirchenkreis zu leiten. Ja. Dazu wird man gewählt, immer für 8 Jahre. Und dann ist es zu Ende und dann muss man gucken, ob man nochmal gewählt wird oder ob der Kirchenkreis vielleicht auch mal jemanden anders haben will. Okay. Du hast ja eben gefragt, was ich kann. Ja. Ich habe auch ein paar super Kräfte, nämlich Klarheit, Leidenschaft und Gottvertrauen. Ich versuche, die Dinge möglichst klar zu sehen und schnell zu verstehen, damit ich den Leuten, die Fragen haben, schnell weiterhelfen kann. Ah ja. Mit Leidenschaft meine ich, dass ich viel arbeite und gerne auch mal in die Gemeinden fahre, um die Menschen zu besuchen und mitzukriegen, was da so läuft. Und ich habe Gottvertrauen, das heißt, ich lade die Menschen auch ein, mit mir zusammen Gottesdienst zu feiern und auf Gott zu vertrauen, dass der es schon gut machen wird mit seiner Kirche. Mhm. Hut ab, das klingt ja nach einer richtig spannenden und vielfältigen Aufgabe. Jetzt wissen wir, was so ein Superintendent so macht. Vielen Dank, Herr Riesenberg. Sehr gerne. Logoda, was machst du da? Mit den Superkräften ist er mein neuer Hero. Superintendendo. Danke, Logoda. Ich habe auch eine Kleinigkeit für dich. Eine super Superman-Ente. Cool. Danke. Melissa, wenn du dir eine Superkraft wünschen dürftest, welche hättest du gerne? Ich habe doch bereits eine. Ja, welche? Na, dich, mein Superpraktikant.